Ja, moin, moin Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich und ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage alle gut überstanden, habt euch ordentlich vollgefuttert, habt ordentlich Geschenke abgesahnt und wichtig ist, ich hoffe, ihr habt mit euren Familien und Freunden die Tage besinnlich und entspannt ausklingen lassen. Die ganze Vorweihnachtszeit ist ja doch immer ein bisschen stressig. Einkaufen, Geschenke besorgen und so weiter und so fort. Und innerhalb der Tage sollte man doch immer mal einen Gang runterschalten. So wie jetzt, schalte ich mal einen Gang runter. ich mache ein kleines Geschenke öffnen hier in World of Tanks. Und das sind alles kleine Schachteln. Ich habe Bock drauf. Das ist ein Gag-Video, versteht das nicht falsch. Ja, ich bin nur nicht momentan, wo ich sage, ah, ich hole mir jetzt wieder eine große Schachteln, um zu gucken, was da drin ist. Und im Endeffekt ziehen wir doch kein Premium-Panzer. Werden wir hier wohl auch nicht ziehen, gehe ich von aus. Wir starten einfach mal das Pack-Opening der kleinen Schachteln. Wie gesagt, nehmt das als Spaß- und Witzvideo. Ja, wir kriegen hier Scherben, wir kriegen eine Direktive und so geht das dann eben weiter bei den kleinen Schachteln. Da ist man ein bisschen Credits drin. Das Ganze habe ich zum Beispiel ist eine Schachtel von einem Kollegen, die er rumgeschickt hat, so wie ich das dann auch jedes Mal gemacht habe. Wer World of Tanks kennt, wieder eine vom Kollegen. Ihr kennt das, ihr konntet Schachteln an Freunde verschicken. Und das Ganze ist eine spaßige Nummer. So, öffnen jetzt hier einfach mal Schachtel für Schachtel, gucken, was da so drin ist. Oh, wir haben tatsächlich mal eine Deko gekriegt. Ganz nice. Das passiert sehr selten in den kleinen Schachteln. Ansonsten freut mich das, dass es ordentlich Credits gibt, ja. Das ist immer das, was man gut gebrauchen kann. Gerade wenn man vorhat, Panzer auszubauen, die noch Stock sind. Garagenstellplatz kann man sich auch mit totschmeißen mittlerweile. Aber ist es eben drinnen und ist es nice, weil ist for free. Okay. Kleine Erste-Hilfe-Set ist auch etwas, was man ständig verbraucht. Wobei ich sagen muss, Wargaming, das hättet ihr euch ja auch sparen können. Also dann lieber ein bisschen Credits und selbst bei den kleinen Schachteln hätte ich mir gewünscht, das war auch in den letzten Jahren so ein bisschen besser. Packt doch mal einen Premium-Tag rein, Leute. Oder packt doch mal 200 Gold rein. Also, das tut euch bei Wargaming nicht weh. Und das erlaubt vielen Spielern, die tatsächlich einen For-Free-Account haben, halt auch mal ein bisschen sich zu bewegen. Ja, oder ich sag mal, wie es halt auch so ist, ein bisschen mit zu an der Spitze mit zu rum zu rühren. Aber es ist leider so, wie es ist, wenn man ein bisschen was machen möchte, dann investiert man in das Spiel. Klar, die Sache ist es, Content wird geliefert. Seitens Wargaming gar keine Frage. Ja, diese Winter-Events sind ja auch immer nice, ja, und lassen sich ja auch zwischendurch immer mal wieder was einfallen. Ja, das geht natürlich nur, wenn die Community drumherum auch bereit ist, ein bisschen zu investieren. Und ich glaube, das tun wir. Vor allen Dingen auch Spieler, die jetzt schon länger dabei sind.
So wie meiner einer, der eben auch mit dem Spiel relativ früh angefangen hat. Nee, in der Beta habe ich noch nicht angefangen. Aber ich habe den Account seit 2012. Das heißt also auch mittlerweile im neunten Dienstjahr bei Wargaming. Und ich werde euch nicht erzählen, was ich in den Account mittlerweile reingesteckt habe. Aber da könnt ihr euch locker paar Premium-Panzer hinstellen für. Gut, ist halt so, Premium-Panzer habe ich natürlich auch in der Garage und letztendlich habe ich die gekauft und nicht gewonnen. Außer die ganzen kleinen Panzer. Oh, was ist das denn hier für eine Direktive? Auf Stil fokussiert. Na, nice. Das Auge sieht nice aus, ha? Heieiei. Das wäre was für Halloween, ne? So, wieder ein bisschen Cash. Cash in the Dash. Jo. So, wie viel haben wir noch? 40 Schachteln, glaube ich, hatte ich irgendwie so in den Dreh. Vier haben wir noch. Oh, 25.000 Credits kann ich mit leben. Das könnte durch die Bank weg so gehen. 10.000 ist auch nicht schlecht. Haben oder nicht. Wieder so ein Erste-Hilfe-Ding. Wie gesagt, das hätten sie sich sparen können. Auch mit diesen Handfeuerlöschern. Also das, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja. So, das war die letzte. Alles klar. Also, Schachteln haben wir alle geöffnet. Wie gesagt, das sind alle Schachteln, die ich geschenkt bekommen habe, gewonnen habe, durch irgendwelche Aufträge oder sowas. Nehmt das Ganze als Spaß. Ja, das ist ein Spaßvideo. Nehmt das nicht ernst. Und haut mir nicht in die Kommentare von Clickbait oder sowas. Ach, Leute, ey, guckt auf meinen YouTube-Kanal. Als wenn ich clickbaiten müsste in irgendeiner Art und Weise, glaube ich mit Sicherheit nicht. Das ist ein Spaß Account auf YouTube. Ich mache das nicht professionell, sondern weil ich Bock drauf habe. Wenn ich das professionell machen würde, glaubt mir, dann würden meine Videos anders aussehen und glaube ich auch meine Thumbnails und so weiter und so fort. Also von daher in diesem Sinne, denkt dran, das Ganze ist echt nur just for fun und nicht irgendwie bitte ernst zu nehmen. Ja? So, jetzt können wir zu noch weiteren Aufträgen gehen oder sonstiges. Ich könnte jetzt auch wieder in die Garage gehen und noch ein Gefecht zocken. Aber letzten Endes, glaube ich, reicht das mit dem Video hier. Ja, abgesehen, was so in den Schachteln drinne sein kann. Vielleicht auch für viele, die World of Tanks noch nicht so kennen, jetzt vielleicht erst auch über die Weihnachtszeit angefangen haben. Nehmt euch Zeit, gerade in den kleinen Tierstufen, lernt das Spiel kennen. Bleibt erstmal Richtung Stufe 6, übt da ganz, ganz viel und geht dann peu à peu auf die nächsten Stufen hoch. Es bringt euch nichts als Anfänger, jetzt ein 8er Premium zu kaufen und da voll versuchen reinzurasieren. Das, außer ihr seid wirklich welche, die mit Herzblut dabei sind. Aber ihr werdet merken, dass ab dem 6er das alles ein bisschen anders wird. Und gerade dann Richtung 8er wird es schon. Es ist nicht einfach in den Random-Gefechten dort sich zu positionieren und so ein Spiel auch mal zu drehen. Und vor allen Dingen gerade am Anfang, wenn ihr Wargaming, also WoT, das Spiel noch nicht wirklich kennt, lasst die Finger weg von 9ern und 10ern. Ja, ihr kriegt immer nur dumme Kommentare von den anderen, wenn ihr nicht so spielt. Wie es die Meta will, in Anführungsstrichen, mache ich auch nicht. Aber ich pupse auch auf die Kommentare. Und deswegen, naja. Haut da rein. Ja, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao.